Ja, moin moin zusammen. Willkommen wieder beim Foodboom Startup Blog hier live aus den Foodboom Studios. Ich bin Sebastian, heute wieder da. Freue mich mit euch wieder interessante Themen zu besprechen. Ich habe mir heute wirklich Süßes hier in die Studios geholt. Also seid gespannt, freut euch auf unseren Talk heute. Ja, ich habe mir heute die zwei der Gründer von Honeyme ins Studio geholt. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Moin, ja. Moin. Vielen Dank, moin. Ja, was habt ihr Schönes mitgebracht? Honeyme, man hört es am Namen, es handelt sich anscheinend um Honig. Ja. Das war jetzt nicht ganz schwer zu verstehen. Ja, was macht denn euren Honig besonders? Ja, also unser grundsätzlich ist unser Honig, wir bezeichnen ihn gerne als die neue Generation Honig, weil wir viele Dinge miteinander verbinden. Es ist ein klassisches Produkt mit Honig, aber wir kombinieren sozusagen die Punkte des Ganzen, dass wir sagen Nachhaltigkeit, dadurch, dass wir einen Großteil spenden am Umsatz, 20 Cent im Millifera. Okay. Genau, und gleichzeitig bündeln wir sozusagen ein Netzwerk an Imkern, kleine und mittelständische Imker, die wir zusammenbündeln und dann eine entsprechende Menge dadurch erreichen, die handelsfähig ist. Das heißt also, jeder kennt den Imker nebenher, der Nachbar vielleicht auch oder eben auch vom Land, aber viele, die auch in der Stadt im Supermarkt einkaufen, da findet man ihn eben nicht, und diese Möglichkeit bieten wir hier. Und das Ganze dann eben auch in einem zeitgemäßen Design. Viele Produkte sind ja bereits sozusagen nochmal so ein bisschen neu gemacht worden, wie Tee, Müsli. Und wir haben gesagt, Mensch, Honig ist so ein mega tolles Produkt, da müssen wir ran. Okay, ich habe mich das schon gefragt, weil ist ja ein bisschen schwierig, sage ich mal, wenn ihr selber Produzenten wärt, habe ich mich gefragt, seid ihr wohl selber Imker, weil da eine kritische Masse zu erreichen, glaube ich, ist ja nicht ganz so einfach, da kann man keine große Firma aufbauen. Das heißt, ihr bündelt, ihr kauft von verschiedenen Imkern das Produkt zusammen und übernehmt quasi die Vermarktung dafür, verstehe ich das richtig so? Ja, so genau, aber ganz wichtig, was Tommy gesagt hat, von kleineren und mittleren Imkern, also nicht von Großimkereien, nicht von industriellen Imkern. Und ja, dadurch ist natürlich auch der Geschmack das Besondere. Also bisher bieten wir nur Honig aus Deutschland an. Die drei Sorten, die wir mitgebracht haben, sind hier aus der Gegend, zwei aus Hamburg und einer aus Schleswig-Holstein. Und die schmecken alle sehr unterschiedlich, sehr speziell. Für viele, die es probieren, ist es im ersten Moment auch erstmal überraschend. Was ist das? Das kenne ich so gar nicht. Das schmeckt anders als XY im Supermarkt, weil der Geschmack sehr... So schmeckt Honig. Also das ist nicht gemischt, das ist nicht 100-mal erhitzt oder was auch immer da gemacht wird, Tommy weiß es besser, sondern so schmeckt es, immer unterschiedlich, sieht immer anders aus und toll. Okay, das hört sich schon mal spannend an. Ich gebe auch schon mal nach da draußen in die Community, also wenn ihr noch Fragen habt zum Honig, ihr merkt, wir werden hier gleich ein bisschen in die Tiefe gehen, wir werden das auch probieren, aber wenn ihr Fragen zum Produkt habt, wenn ihr Fragen zur Firma Honeyme habt, zu den Gründern, immer her damit, wenn ich was vergesse, wenn ich hier eine Frage nicht stelle, unterstützt mich dabei. Es ist ein Live-Format, das ist der Vorteil, ihr könnt die Fragen direkt stellen. Und ja, ich denke mal, bei so einem Produkt, was ja wirklich viele mögen, was ja auch einfach ein tolles Produkt ist, da wird es doch bestimmt Fragen da draußen geben. Ja, sag mal, wie seid ihr denn zum Honig gekommen? Seid ihr selber die riesen Honigfreaks gewesen oder gab es einen Imker neben euch? Was ist so die Geschichte, die euch zum Honig gebracht hat? Also leidenschaftliche Honigesser, muss man ganz klar sagen, also schon ein Leben lang. Und der Ursprung, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen da mal selber einen eigenen Honig, den wir irgendwie ins Regal bringen und das Ganze erneuern, war... Ich war im Urlaub und hatte da einen madagassischen Honig, Litschi-Honig, probiert und habe mich da quasi rein verliebt. Und meine erste Idee war, das Ganze mal zu importieren. Aber Lebensmittel importieren aus Afrika, kein Französisch sprechen, haben wir schnell ad acta gelegt. Und so mit der Zeit, das hat mich aber nicht losgelassen. Ich habe bei der Arbeit sozusagen, wir sind auch Arbeitskollegen gewesen, mich damit beschäftigt und dann selber gesagt, Mensch, eigentlich ist auch nie ein richtiger geiler Honig da im Regal, alles aus EG und Nicht-EG-Ländern.
meistens jedenfalls, und es spricht mich auch nicht wirklich an. Und ja, wir haben das im Team besprochen und dann ja, haben wir Gründer uns sozusagen so zusammengefunden, haben drauf rumgekaut, was uns alles, was wir besser machen können. Und ja, dann ist Hanemi entstanden. Okay, das heißt im Gründerteam, ihr seid nicht zu zweit, ihr seid glaube ich zu vier, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Genau. Wie habt ihr da so die Aufgaben verteilt bei euch? Tommy macht ganz viel Vertrieb und alles, was so mit den Produzenten zu tun hat, mit den Imkern und genau. Lena macht Kommunikation, alles, was mit Marketing etc. zu tun hat, unsere Facebook-Seite, Instagram, unsere Website. Ich kümmere mich um Buchhaltung, Finanzen, so einen Kram und so ein bisschen alles, was so anfällt nebenbei, also was noch von den beiden so abfällt, kommt dann nochmal so zu mir. Und der vierte, Lennart, ist so ein bisschen, also der ist selber auch Unternehmer und deswegen so ein bisschen unser strategischer Partner, Berater, der ist dann immer so bei unseren Quartalsmeetings dabei und gibt da so seinen sehr wertvollen Senf. Ja. Senf zum Senf. Genau. Ja. Senf zum Honig. Und wir Senf zum Honig, genau. Und wir anderen drei versuchen das so operativ zu gucken. Ja. Ja. Genau. Ja, spannend. Und wie lange macht ihr das jetzt schon? Wie lange seid ihr damit dran? Oder wie lange gibt es die Idee? Wie lange gibt es das Produkt jetzt schon im Markt? Ja, angefangen darauf rumzukommen haben wir April, Mai letzten Jahres. Und ja, dann ging es zügig weiter. Und also wirklich, da wir vorher gar keine Erfahrung hatten, mit dem ganzen Lebensmittelprodukt irgendwie ins Regal zu bringen, war das alles Neuland und hat einen riesen Spaß gemacht, war aber auch eine riesen Herausforderung, dass wir dieses Team hatten an großen Leuten, also mit vier Leuten, wo man auch mal einen schlechten Tag hatte oder alleine zum Glas, bis wir zum Glas gekommen sind, das hat eine Ewigkeit gedauert. Design, da schwebt dann immer was im Kopf rum, aber ja, vor allem Sarah und Lea, die wissen dann, das umzusetzen, wie es einem dann gefällt und ja, wir scheinen da auch ganz gut den Nerv getroffen zu haben. Ja. Aber ja. Ja, jeden Tag was Neues, jeden Tag eine Herausforderung und ja, genau, viele Sachen, also ich meine, das werdet ihr dann ja auch sehr genau wissen, viele Sachen, die man vorher überhaupt nicht bedenkt, kommt man gar nicht auf die Idee, dass das plötzlich ein Problem oder ein Thema sein könnte. Aber bisher haben wir das meiste irgendwie geschafft, aber es ist nicht immer ganz einfach gewesen. Ja. Was war so eure größte Herausforderung? Bis jetzt, so produktseitig, oder? Ich muss wirklich sagen, der Einstieg sozusagen Imker zu finden, aber auch das Ganze logistisch eigentlich. Eigentlich müsste man die Logistik hervorheben. Von der Lagerung, Abfüllung, Transport, alles entsprechend der Hygienevorschriften irgendwie hinzubekommen. Das haben wir vielleicht, ich sag mal so, als wir euphorisch die Idee angegangen sind, nicht ganz so berücksichtigt. Nee. Und dann standen wir da und auf einmal wohin mit denen, ich glaube, wir haben mit 2000 Gläsern angefangen. 1000, ja, haben wir relativ schnell nachbestellt. Das musste irgendwo auf einmal hin, Lagerräume mieten, okay, aber eigentlich auch keine Kohle. Ja, das war so die größte Herausforderung. Und Abfüller zu finden, die kleine Mengen, also die ersten 1000 Gläser waren echt ein Problem. Also wir hatten uns da timingmäßig auch so ein bisschen ein Bein gestellt, weil im Juli haben wir gegründet, dann haben wir bis Ende August, glaube ich, gebraucht, bis wir uns mal auf ein Glas geeinigt hatten und so weiter. Und plötzlich war es Oktober, November und die Abfüller haben gesagt, 1000 Gläser, eigentlich sowieso nicht so gerne, nur zu Preis, viel zu teuer. Und außerdem Weihnachtsgeschäft, also da hättet ihr viel früher vorbeikommen müssen. Ja. Das waren alles so Sachen, haben wir nicht bedacht. Das war schon eine Herausforderung, die ersten 1000 ins Glas zu kriegen, also die ersten 1000 Gläser fertig zu kriegen. Genau. Ich höre schon, das Glas war so ein großes Thema. Ist ja auch ein bisschen speziell, so mit dem hohen Hals, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also schon eine bisschen außergewöhnliche Form. Wir haben, glaube ich, auch da eine erste Frage aus der Community, die ein bisschen darauf einspielt, so wie wichtig ist euch die Ästhetik bei der Präsentation der Produkte? Das ist ja, glaube ich, schon ein relevanter Aufschlag. Absolut, ja. Also das hatte Tommy ja auch schon angerissen, so der Blick ins Honigregal hat uns immer nicht so ganz zufriedengestellt, irgendwie alle in diesem 500 Gramm runden Glas. Oder klar, es gibt natürlich auch immer jetzt mal hier und da, je nachdem in welchem Supermarkt oder in welchem Laden man auch geht, gibt es auch andere Sachen. Aber das war auch ein Teil unseres Antriebs, deswegen, das ist uns total wichtig.
ja, ist immer Geschmackssache, aber um die Frage einfach zu beantworten, ja, ist uns total wichtig. Ja, das generell nochmal nach da draußen. Also es geht heute um Honig hier im Foodboom Startup Talk mit den Gründern von Honeybee. Also wenn ihr Fragen habt, wie zur Ästhetik, zum Produkt, zur Gründerstory, immer her mit den Fragen. Es ist interaktiv. Ja, stellt ihr mir, wenn ich es vergesse, bin ich auf euch angewiesen. Ja, jetzt haben wir schon viel über den Honig gesprochen. Wollen wir mal probieren? Ich bin ja schon ein bisschen gespannt. Gibt es irgendwie eine Reihenfolge, die ihr empfehlt? Wie sind die jetzt zum Geschmack unterschiedlich? Was ich ja schon mal gesehen habe, ist, das sind jetzt hier schon sehr unterschiedliche Sorten. Also das ist jetzt zum Beispiel einer Rapshonig, sehr cremig, sagt ihr dazu. Also da sind dann schon sehr große Unterschiede. Ich bin selber kein Honigexperte, muss ich zugeben. Ja, genau. Also wir haben drei Sorten aktuell. Hamburger Stadthonige, noch sehr regional Hamburg-lastig sozusagen. Einmal die Frühtracht und die Sommertracht und dann den Raps. Und wir sollten anfangen sozusagen vom kräftigsten. Wir haben auch so ein bisschen auch ähnlich wie beim Craft, wie man es vielleicht kennt, so ein bisschen Charakter, Blüten, Textur hinten drauf. Also kann man auch immer nochmal nachlesen, inwiefern einem das vielleicht zusagt oder auch nicht und wozu es gut passt. Abgesehen natürlich vom Brot, da passt es immer. Brot und Joghurt geht auch. Wenn du jetzt sagst Hamburger Stadthonig, das heißt, das sind jetzt Imker, die wirklich im Innenstadtbereich bieten. Ja. Ist ja ein interessantes Thema. Ich wusste das auch nicht, ist ja auch so ein bisschen ein angesagtes Thema, dass es da ja tatsächlich viele Imker so auf Hochhäusern und Co. gibt. Das ist ja schon auch ein spannendes Thema. Genau, ja. Ja, also im Stadtbereich weiß ich jetzt nicht, aber innerhalb der Stadtgrenzen auf jeden Fall. In dem Fall hauptsächlich Wilhelmsburg und Bahrenfeld, glaube ich. Ne? Genau, das ist der Sommerhonig, die Spättracht vom letzten Jahr. Genau. Am kräftigsten, wie Tommy schon sagte, malzig, nussig eher. Nö, nee, danke. Ja. Ich gehe nochmal nach. Ja, also aus der Stadt auch ganz andere Geschmäcker, als man sie vielleicht so von dem Standardhonig kennt. Ja, man hat eben Akazie, Blütenhonig, aber aus der Stadt hat man dann doch nochmal wieder andere Pflanzen, weil gerade die Vielfalt in der Stadt doch interessant schmeckt und dann auch sehr aromatisch. Ja, manche haben fast das Gefühl, dass da irgendwie was zugesetzt ist, aber es ist der pure... Also ist 100% pur Honig. Genau, du merkst auch bei dem... Dieses Kristalline. Genau, das ist viel kristalliner als jetzt so ein ganz flüssiger Honig, so ein Akazienhonig oder so. Das ist aber bei dem normal, also der kommt so. Das ist jetzt nicht, weil er schon ein Jahr im Regal steht, der war von Anfang an so, der soll so sozusagen. Ne? Das ist auch das, was ihn ausmacht. Genau, das ist ja auch, also dadurch, dass es ein 100%iges Naturprodukt ist, das ist auch für uns eine Herausforderung erstmal gewesen, zu wissen, dass die Kunden natürlich eigentlich Einheitsbrei sozusagen gewohnt sind. Mhm. Aber was die meisten eben lesen, das ist halt industriell hergestellt, das sind Mischungen aus zwei, drei verschiedenen Honigen, sodass man die Konsistenz, wie man sie kennt, hat, dass er flüssig bleibt. Aber Honig kristallisiert halt immer, der eine früher, der andere später. Ja. Mhm. Und auch wenn mal irgendwie ein bisschen weiße Glucose drauf ist oder so, das ist kein schlechtes Zeichen, im Gegenteil. Also das zeigt, dass er nicht zu hoch erhitzt wurde beispielsweise, sollte man auf keinen Fall über 40 Grad beispielsweise erhitzen. Und das brauchen wir auch nicht verhindern, weil da ist direkt eine Frage aus der Community, warum der kristallisiert und wie kann ich das verhindern? Aber dann höre ich heraus, wenn das ein Naturprodukt ist, brauche ich das eigentlich nicht. Das ist der normale Prozess. Nee, das muss man überhaupt nicht verhindern, wenn man es nicht mag. Also weil wenn man sich einen flüssigen Honig gekauft hat und sagt, so jetzt nach einem halben Jahr, also eigentlich dauert es länger, aber wenn er sagt schnell, jetzt ist der kristalliert und kristallisiert und ich mache das nicht so gerne. Dann im Wasserbad erhitzen, aber wie Toni gerade sagte, auf keinen Fall über 40 Grad, muss man dann mit einem Thermometer beigehen, weiß nicht, ein paar Minuten erhitzen im Wasserbad, dann wird er wieder flüssig, das Kristallisierte ist dann weg und dann kann man ihn genauso weiter konsumieren, wie vorher schmeckt, genauso. Ja. Ja. Auch das, also es gibt so viele Faktoren beim Honig, die da irgendwie eine Rolle spielen. Gerade je glukosehaltiger wie ein Rapshonig, der eigentlich fast ein Sportler-Nahrungsprodukt ist als Energieboost, der kristallisiert halt schneller und ist deswegen cremiger und weniger flüssig. Von daher, wie gesagt, muss man eben geschmacklich auch sehen, Rubin jetzt flüssig, da wenn man das bevorzugt, muss man sich nur... Zwiebeln, das wäre dann auch ein Stück weit Geschmacksfrage. Genau.
Jetzt sehen wir hier, das ist ja eine Live-Sendung. Zum Glück haben wir eben die Löffel nicht weggelegt, weil ich habe so gedacht, ja. Ah, wir haben ja einen Löffel, aber stimmt jetzt, das wäre jetzt schlecht. Ja. Zum Glück haben wir die Löffel nach da hinten gelegt. Also Messerchen. Haben wir Glück gehabt, Messerchen. Den könntest du vielleicht einmal umrühren, da hat sich ja irgendwie ein bisschen das Flüssige abgesetzt. Okay. Das ist jetzt die Frühtracht. Was heißt Frühtracht? Da müssen wir jetzt wird so Mai, Juni geerntet. Okay. Und im Sommer eher so Juli, August, eher August, ne? Genau. Und dementsprechend sind die Blüten andere, ne? Also wie gesagt, beides noch der Stadthonig, Frühtracht eher Kirsche, steht auch drauf, Sommer dann eher Linde, das geht dann schon, also das ist dann ja kein klassischer Blütenhonig mehr, den du eben probiert hattest, sondern viel Linde drin, das ist dann schon Richtung Waldhonig, sag ich mal, weil Baum, weil Tau vom genau, also grundsätzlich im Sommer in der Stadt ist viel Linde, aber es kommt eben auf den Standort an. Ne? Wenn da mehr Sträucher oder Kirschen, Brombeeren sind, dann schmeckt der eben anders als der aus dem Norden Hamburg, schmeckt dann anders als aus dem Süden oder je nach Standort dann entsprechend. Ja. Das ist in der Tat ja ganz anders als der erste. Ja. Hat so ein bisschen mehr Fülle. Also hier in der Tat dieses malzig-nussige ja, und das ist so deutlich blumiger. Ja, genau. Genau. Ja. Bisschen, ja, das ist genau das, das der Begriff, den ich verwende. Ich esse im Moment immer jeden Tag einen Löffel hiervon, weil ich mir einbilde, es wäre gut gegen meinen Heuschnupfen. Ist natürlich Therapie. Nur Einbildung, vermutlich, aber ich mache es trotzdem. Gibt ja viele, die sich immer sagen, so ein Löffel Honig oder ein Löffel Senf ist Therapie. Also gibt es da draußen bei euch jemanden, der so ein absoluter Honig-Fan ist und sich einfach mal so einen ganzen Löffel reinzieht? Also schreibt das ruhig mal, dann schicken wir euch ein Glas, glaube ich. jetzt haben wir noch eine Frage. Antibiotische Wirkung bei Honig. Gibt's das? Habe ich jetzt noch nicht gehört. Also grundsätzlich ist Honig ein gesundes Produkt, aber besteht hauptsächlich aus Glucose, ein bisschen Wasser und dann ganz viele Enzyme, auch Antibiotika und so weiter. Aber die Menge ist eigentlich so gering, dass man nicht sagen kann, dass es jetzt da ein Heilmittel ist. Aber wenn man jeden Tag sein Honigbrot isst oder auch ein Honigwasser, also ich bin totaler Honigwasser-Fan. Honigwasser? Ja, neuerdings auch. Hilf mir kurz. Das ist Honigwasser. Morgens als erstes einen Teelöffel, einen gut gefüllten Teelöffel Honig in lauwarmes Wasser aus dem Tab, sag ich schon, vor dem Frühstück. Hilft unheimlich gut, sättigt, man fühlt sich fit. Also ich, das ist natürlich auch immer so ein bisschen mein Ding auf Einbildung, aber ich glaube, Honig, regelmäßiger Konsum von Honig hilft schon deutlich, was gerade auch das Immunsystem angeht. Bei antibiotisch muss man schon, da ist so klassisch der Manuka aus Neuseeland, den gibt es aber auch nur in Neuseeland, ursprünglich diese Pflanze, entsprechend ist der sehr teuer. Aber man sagt auch, dass man Honig auf Wunden ein bisschen machen kann. Ich weiß nicht, offene Wunden, um Gott, jetzt vielleicht sollten wir uns zurückhalten, was solche Sachen angeht. Wir sind keine Mediziner und das ist auch alles nicht so richtig erwiesen, aber man aber was hilft. Ja, was hilft, ne? So ein bisschen Esoterik hat ja noch keinen Schaden. Wenn ich erkältet bin, dann trinke ich mein Glas Wein und das hilft, glaube ich, auch. Siehst du? Das hilft auch. Jetzt haben wir noch eine Frage vom David. Kann man Honig eigentlich einfrieren? Kann man ihn einfrieren? Muss man ihn einfrieren? Hilft das? Das kann ich nicht zu 100% sagen. Ich wüsste nicht, warum nicht. Er dürfte auf jeden Fall, sollte ja nicht zu warm gelagert werden. Also über 20 Grad ist nicht besonders gut. Dann kann er irgendwann anfangen zu gären. Aber mich würde interessieren, Gegenfrage an David war das, glaube ich, warum sollte man Honig einfrieren? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Also Honig hält so lange, wird eigentlich nie schlecht. So, warum möchte David Honig einfrieren? Also David, du bist gefragt, wieso möchtest du Honig einfrieren? Ja? Ich dachte, du musst den Honigkonsum steigern. Schnell aufessen. Ja, also ich kann sagen, mir schmeckt das sehr gut. Ich glaube, ich würde den nicht einfrieren. Die Petra fragt noch, habt ihr einen Imkerkurs gemacht? Ich habe einen Schnupper-Imkerkurs gemacht, um ein bisschen in die Materie ranzukommen. Wir sind eigentlich, wie gesagt, außer leidenschaftliche Esser zunächst mal gar nicht so bewandert gewesen in dieser Thematik.
Und jetzt im Zuge ja, unserer Unternehmung mehr und mehr. Dann da ist immer tiefer reingelöffelt. Genau, sozusagen. Dann haben wir gute Partner und Freunde eben auch in Hamburg gefunden, mit B-Sharing, die uns helfen, ein bisschen Know-how weiter zu bekommen und wo wir mit Fragen hingehen können. Also Ansprechpartner sind immer wichtig, gerade wenn man neu ist in einer Branche. Und andererseits ist es natürlich auch gut, sozusagen von außen mal ein Produkt neu kennenzulernen und damit was anderes zu machen. Ich sehe gerade, Thorsten, du kriegst hier Schützenhilfe von der Lena Hocker. Das ist unsere Lena. Ach, das möchte ist eure. Das ich ist hoffe, eure ich Lena. Jetzt nicht. Ich hoffe, sie wollte hallo, nicht in der Kamera bleiben. Schade, dass du nicht dabei bist. Aber wie wir sehen, das ist der Vorteil an live. Du bist also quasi dabei. Die Lena schreibt nämlich, eine gewisse antibiotische Wirkung haben alle Honige. Der neuseeländische Manuka-Honig wird gerade näher untersucht, weil er stark antibakteriell wirkt und eventuell sogar zur Desinfektion medizinischer Geräte verwendet werden könnte. Und das wohl schon früher auch Wunden tatsächlich mit Honig behandelt werden. Also Lena, danke doch mal für die Info. Also bei meiner nächsten Wunde, ich probiere es einfach mal aus. Ja. Und ich glaube, wenn nicht, löffel ich es danach ab. Geht auch. Ich glaube, Heidehonig kommt dem Heide. Am nächsten. Und wenn man es dann ausprobiert, ist der am geeignetste. Ja. Sag mal, bei mir kommt jetzt so die Frage auf, vielleicht auch da draußen, wo kriege ich denn Hanimi eigentlich? Aktuell viel im Feinkost, hauptsächlich in Hamburg, im Mutterland zum Beispiel. Im Online-Shop, Tommy. Ja, ja, richtig. Also, aber in Hamburg offline sozusagen eher im Feinkostbereich und an ganz ausgewählten Einzelhandel. Und im Online-Shop natürlich, selbstverständlich. Den versuchen wir ein bisschen zu pushen und größer zu machen. Und es war auch eine Idee, eben Honig ein bisschen zu digitalisieren, in dem Sinne, auch in die Neuzeit rüberzubringen und entsprechend sind das so die Hauptkanäle. Und, Was ist da so euer Ziel? Also wollt ihr es weiterhin online-basiert machen oder wollt ihr auch stärker in den Handel quasi mit dem Produkt reingehen? Ja, wir glauben, dass um eine bundesweite Bekanntheit zu erlangen, der Handel unausweichlich ist. Deswegen erweitern wir auch unser Sortiment mit nicht nur regionalen Hamburger Sorten, sondern eben auch noch einen Löwenzahn aus Bayern, Waldhonig aus dem Schwarzwald, aus Brandenburg. Also da folgt jetzt noch was, um eben auch bundesweit interessanter und attraktiver zu sein, wobei man sagen muss, auch schon nach wie vor eine Nachfrage gibt, also in Concept Stores, Feinkostbereich. Aber da wollen wir uns ein bisschen größer aufstellen und parallel aber auch den Online-Kanal stärken. Ja. Was kostet so ein Glas Hanimi? Je nach Sorte, aber die beiden Stadthonige jetzt beispielsweise liegen bei 7,90 und der Raps bei 6,50. Okay, und das sind jetzt auch die drei Sorten oder habt ihr schon mehr Sorten auch? Weil es kommt gerade auch eine Frage, ob es bestimmte Sorten jetzt irgendwie für Kinder oder Zielgruppen gibt. Also sie unterscheiden sich nach dem Geschmack. Unterscheiden sich nach dem Geschmack. Also Kleinkinder habe ich da gerade gesehen. Bis 12 Monate sollte man ja sowieso gar keinen Honig geben oder essen. Und ansonsten, der Rapshonig ist immer super beliebt bei Kindern und ich glaube auch bei kleinen Kindern. Aber sie unterscheiden sich sonst grundsätzlich nach dem Geschmack bzw. nach der Gegend, was Tommy gerade meinte. Löwenzahnhonig aus Bayern kommt jetzt noch in 2-3 Wochen. Heidehonig aus der Lüneburger Heide. Robinie aus Brandenburg und Schwarzwald, Waldhonig aus dem Schwarzwald, genau. Okay. Also erweitert ihr das so. Genau, und da sind die Geschmäcker natürlich dann auch wieder nochmal ganz anders als bei den dreien. Ja, das sind so die Hauptunterscheidungsmerkmale. Okay. Cool. Gerade sehe ich noch ein schönes Gimmick, ich halte es hier mal in die Kamera, weil mit dem Konsum dieses Honig kannst du auch direkt wieder was für den Honig des nächsten Jahres dann tun, denn hier ist so ein kleines Säckchen mit Wildblütensamen. Genau. Das ist ein nettes Detail. Genau. Ja. Also beim Stadthonig speziell, um so ein bisschen den Kreislauf am Laufen zu halten, sage ich mal, haben wir die Tütchen entworfen und ein Heidenarbeit, aber kommt eben besonders gut an und das macht... In Handarbeit werden die tatsächlich gestempelt, befüllt und so weiter. Und in dem Sinne auch für uns mehr als ein Gimmick, weil die Bienen leiden ja unter schwindender Blütenvielfalt. In den Städten ist es vielleicht sogar noch besser als in der Landwirtschaft, wo ja teilweise sehr flächendeckend einheitliche Blüten nur vorzufinden sind für die Bienen. Aber trotzdem ist uns das deswegen wichtig. Also so ein Tütchen einfach ausstreuen auf dem Balkon oder auf der Wiese oder irgendwo, um das
für die Nachhaltigkeit, für die Bienen sozusagen. Genau. Ja. Und ganz wichtig, kleine Anekdote dazu vielleicht. Meine Oma hat gleich gefragt, ob sie das aufs Brot streuen könnte. Nein, das sind wirklich Wildsamen zum Verstreuen in der Landschaft und nicht, um zusätzlich auf den Honig zu geben. Ja. Wir hatten überlegt, ob die Frage aufkommen könnte und waren alle der Meinung, nein. Aber dann erstes Tütchen, Tommys Oma fragt und seitdem gibt es vorsichtshalber auf der Rückseite nicht noch den Hinweis. Obwohl es auch nicht schlimm wäre, wenn man das isst. Also es sind Blütensamen, da passiert nichts, aber ja. Okay, ja, dann trauen wir uns mal, oder ich traue mich mal an den letzten. Ja. Das ist jetzt der Raps, sagt die Genau. Genau. Am mildesten, am cremigsten. Am beliebtesten. Genau. Am beliebtesten. Nummer 1. Ja. Ein absoluter Energiespender. Auch gut für vom Sport geeignet oder auch ist im Grunde genommen wie ein Traubenzucker. Das ist ja vorrangig. Also, wir gehen gleich noch mit dem Team Badminton spielen. Ja. Also, das liebe Gegner da draußen, Andi, Lennart, ich hau mir jetzt so ein Honigbrot rein und dann kann es gleich losgehen. Ja. Absolut. So, ich auch nochmal. Ihr merkt, ich verstumme. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, was sind denn so für euch die nächsten Meilensteine? Also, ich hatte vorher mal ein bisschen geguckt, ihr macht das ja noch im Nebenerwerb, also ihr habt noch eure Jobs. Wie plant ihr so weiter? Ist das für euch... Bleibt das eine Geschichte, so ein bisschen Leidenschaft nebenbei, oder habt ihr schon die Vision, da irgendwann auch komplett das Thema zu machen? Also die Vision ist auf jeden Fall da, aber es ist eben auch nicht mal eben so gemacht sozusagen. Also es kostet viel Zeit, das geht los eben vom Einkauf bis zum Vertrieb. Eine ganze Social Media Geschichte, um da wettbewerbsfähig zu sein, und unser Plan ist schon, uns zu vergrößern, deswegen auch die neuen Sorten, erstmal bundesweit mit Honig ein bisschen bekannter zu werden. Und natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Honig ist unheimlich vielseitig, weshalb wir dieses Produkt auch so spannend finden. Da kann man nachher alles Mögliche draus machen. Man kann auch mit natürlichen Zusatzstoffen sozusagen arbeiten, gibt es ja auch schon viel. Aber wir haben jetzt gesagt, der Kern ist erstmal reiner, purer Honig. Das war die Idee, da jetzt erstmal bundesweit bekannter zu werden, und da machen wir im Rahmen unserer Kapazitäten und der Möglichkeiten, arbeiten wir da jetzt zunächst dran, das zu machen. Ja, und ein Meilenstein, den wir fast jetzt erreicht haben, sind die nächsten neuen Sorten, und dann der nächste Sortenmeilenstein sozusagen wäre ein zweiter Stadthonig, halt nicht aus Hamburg, sondern aus einer anderen Stadt. Da sind wir gerade noch am gucken, wo könnte das sein, wo finden wir Imker, mit denen wir das zusammen umsetzen können. Ja, und dann danach wahrscheinlich mal irgendwie einen relevanten Umsatz über den Online-Shop zu generieren oder so. Und so arbeiten wir uns irgendwie Stück für Stück voran. Ja. Okay. Ja. Also braucht ihr quasi auch nicht nur Leute, die euren leckeren Honig essen, sondern auch die euch helfen, den ins Glas zu bringen. Also ja. Imker sind da ein wichtiger Baustein. Ja, absolut. Also falls da draußen jetzt ein Imker zuschaut, der sich fragt, was macht er denn mit dem tollen Produkt seiner Bienen, hier wendet euch an das Team von Honeymee. Und vielleicht seid ihr dann der neue Stadthonig in den schicken Gläsern. Ja, sehr gerne. Ja, super. Dann bedanke ich mich für euren Besuch. Leckeres Produkt, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde das hier nochmal an unser Team geben. Wir werden morgen hier nochmal eine kleine Verkostung der Gläser machen, dass die auch ganz, ganz schnell leer werden. Und dann brauchen wir die auch nicht einfrieren. Ja. Nein, leer essen den Honig. Ja. Hat mich gefreut, dass ihr da wart, dass ihr ein bisschen über euer Produkt erzählt habt. Wenn da draußen, wenn ihr aus der Community, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr natürlich im Nachgang auch gerne noch in den Stream schreiben. Schreibt an uns, schreibt an das Team von Honeymee. Webseite ist honeymee.de. Auch da werdet ihr Kontaktdaten finden, ansonsten aber auch gerne bei uns. Schreibt die Fragen rein, einfach in den Video. Und ja, dann kommen wir auf euch zurück. Und ansonsten probiert einfach mal so ein Glas, bestellt euch eins. Ich kann es euch empfehlen. Ja, danke, super, dass ihr da wart. Danke dir. Und dann habt noch einen leckeren Abend da draußen. Ciao, ciao. Wenn dir das Video gefallen hat, gibt's in der Mitte mehr von Foodboom. Links kannst du alle Foodboom Startup Talk Episoden sehen. Und rechts gibt's ein anderes Video, das dir auch gefallen könnte.